Viele von euch schwanken zwischen dem Huawei P30 Lite und dem UMIDI GA 7 Pro. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Im Bereich Design ist das P30 Lite mit 53:48 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 53 Gramm leichter, 1,1 mm dünner, 5,8 mm kürzer, 2,2 mm schmaler und 18,6% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das P30 Lite deutlich mit 46:38 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1,5% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Das UMIDI GA 7 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 1,2% höhere Auflösung und 2,4% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das P30 Lite deutlich mit 79:70 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat NX-Bit, hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES, unterstützt Hardware-Virtualisierung und hat Trustzone. Das UMIDI GA 7 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 1,3% schnellerer Prozessortakt und 1000 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras. Im Bereich Kameras ist das P30 Lite mit 62:49 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 38% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder und zweifach größerer Zoombereich. Das UMIDI GA 7 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: hat einen Blitz mit Dual-LEDs und eine Blitz-LED mehr. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das P30 Lite mit 58:50 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku sind beide Geräte ebenbürtig mit 64 Punkten. Folgendes Merkmal hat das UMIDI GA 7 Pro: 24% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften kommen beide Smartphones auf 80 Punkte. Bei folgenden Eigenschaften ist das P30 Lite besser: 33% schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert und 0,2 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Das UMIDI GA 7 Pro hat bei folgenden Eigenschaften bessere Werte vorzuweisen: dreifach schnellere Uploads und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Mit 54 Punkten schlägt das Huawei P30 Lite in der Gesamtwertung haarscharf das UMIDI GA 7 Pro mit 53 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.